Ihnen einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Mein Name ist die Außenkryptocafé. Heute das Thema AWV4. Ne? In allen Munde ist natürlich der AW-Token an dieser Stelle, dass er jetzt so gegen den Mund schießt, vor allem auch von sehr vielen Influencer in den Mund genommen wird. Tatsächlich ist aber A4 eine große Errungenschaft oder ein großer Schritt nach vorne für diese Plattform. Und warum das so ist und was dabei wirklich eine Rolle spielt, das will ich in der heutigen Folge für euch klären. Vielleicht ist auch tatsächlich der ein oder andere dabei, der sagt, hey, ich möchte mehr als nur etwas das verstehen und auch was da rein investieren oder zumindest wissen, ja, kann ich den Influencer folgen und das Ding schon kaufen oder soll ich lieber noch abwarten? Auch für euch ist was dabei am Ende der Sendung, nämlich meine persönlichen Einschätzungen zu dem AWE-Token und legen wir los. Also, was ist AWE? Nochmal kurzer Zusammenfassung, es ist die größte Bank in der gesamten DeFi-Welt. Das war schon seit 2021, als ich auch selbst damit angefangen habe, der Fall gewesen zum höchsten Zeitpunkt. Das war nämlich Bullenmarkt 2021 gegen Ende. Es war fast 20 Milliarden an Total Value locked und in dem Bärenmarkt, ne, ist es weit runtergekommen. Ihr seht hier fast um 80% verloren bei 4 Milliarden in der Größe und jetzt aktuell zum heutigen Zeitpunkt, also August 2024, sind wir bei AWE mit 12 Milliarden TVL. Ihr seht immer noch fast 30% unter dem oder 40% unter dem, was wir 2021 hatten. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass der Bullenmarkt schon vorbei ist. Nichtsdestotrotz, was die auf jeden Fall vorzuweisen haben, und das ist eines der größten Pluspunkte für AWE und deswegen auch ich sage, hey, AWE ist das Nonplusultra, wenn es um Banking geht, um DeFi-Banking geht, wenn es Sicherheit relevant sein soll. Und die haben sehr, sehr viele Audits, das könnt ihr auch auf den Seiten sehen. Ich werde unten sämtliche Links für euch hinterlassen, könnt ihr selbst nochmal nachschauen. Und auch sehr, sehr ausführliche Einschätzung der unterschiedlichen Risiken. Das ist auch deren, ja, sag ich mal, Hauptmerkmal in Unterscheidung zu sehr vielen anderen Plattformen. Wenn man dort hinguckt, die haben auch viele Docs und so weiter, aber extrem, was die Risikeneinschätzung geht, gehen die nicht so stark drauf ein wie AWE. Und das bevorzuge ich sehr bei AWE. Kommen wir zum nächsten, nämlich Governance. Governance ist bei AWE durch sehr vielen Berater, die dafür bezahlt werden explizit, aber auch durch eine Governance-Struktur, das heißt, da wird gewotet und das sind auch sehr viele Leute, die daran beteiligt sind und ich sage immer früher, ne, Governance ist ein Meme, genauso ist es bei AWE, aber trotzdem sind wir auf einem Spektrum von sehr, sehr weiß bis sehr, sehr schwarz und da würde ich tatsächlich AWE relativ weit vorn ansetzen, wo man tatsächlich noch sagen könnte, hey, hier ist Governance tatsächlich etwas, was einen Sinn macht oder eine Rolle spielt, die nicht nur von großen Wale bestimmt wird, sondern tatsächlich auch Leute dabei sind, die vielleicht selbstlos sind, aber trotzdem sehr, sehr viele Token delegiert bekommen haben, um dort dafür zu voten. Und wenn es überhaupt, ne, einige oder wenige Governance gibt bei Protokollen, dann würde ich zumindest Arbeit dazu stellen, wo man sagen kann, okay, Governance ist hier nicht ein kompletter Meme. Memehaft vielleicht. Sehr, sehr gut ist, dass die kein einziger Hack bis zum heutigen Tag, ja, erlitten haben und dabei Geld verloren haben. Klar, die hatten, ne, auch ihren Pannen und so weiter, aber aus meiner Sicht auch bisher alles gut gehandhabt und auch zu allem mit dem Protokollstopp, da kommen wir noch gleich zu. Und bei dem Curve-Hack, das ist noch nicht mal ein Jahr her, ne, da hat der Curve, ich glaube, 70, 80 Millionen verloren und auch sehr viele Protokolle, die auf Curve aufbauen. Ne, und das haben die damals auch perfekt gehandhabt. Ne, nichts davon wirklich haben die Anleger dort aus eigener Tasche bezahlen müssen und das ist auch ein Zeichen dafür, dass ein Protokoll sehr, sehr risikoavers aufgebaut ist. Das heißt, im Falle eines Falles wird da die Anleger auf jeden Fall abgeschirmt von. Und AWV2-Bug, das ist auch innerhalb des letzten Jahres passiert, 2023, und habe ich auch selbst in den News drüber berichtet. Da haben die von einem Whitehead-Hacker oder Researcher gesagt bekommen, hey, da gibt es einen Bug in eurem Fixed-Lending-Protokoll drin. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch sehr viele Videos da gemacht. Ich habe gesagt, hey, pass auf, nicht nur AWV2, nur weil die das gut gehandhabt haben. Was kommen wird, ist in den nächsten paar Wochen, ja, werden die ganzen Hacker sich da drauf stürzen, weil auch sehr viele Protokolle wo AWE geforkt sind. Und die werden sich angucken, welche von diesen Protokollen haben diesen Hack, nicht diesen Hack, diesen Bug nicht behoben. Und dort ist natürlich viel Geld zu holen. Und das ist nämlich auch direkt danach passiert. Nach und nach zu bei einigen Protokollen, die eben nicht diesen Fix auf diesen Protokoll AWV2 auch bei sich selbst umgesetzt haben. Die wurden nämlich auch entsprechend exploited. So,
Nichtsdestotrotz ist nicht absolut makellos Aave. Und zwar, das seht ihr hier, das ist nämlich eine Tabelle von allen Protokollen. Link gibt es unter dem Video auch. Könnt ihr nicht nur Aave schauen, sondern auch alle anderen Lending-Protokolle. Wer hat an dieser Stelle Bad Debt? Bad Debt ist einfach ein typisches Phänomen in der DeFi-Welt. Wenn natürlich Liquidationen passieren und nicht schnell genug, dann häuft natürlich das Protokoll Bad Debt an. Praktisch toxische Assets an, die theoretisch, solange die nicht mehr wieder im Preis steigen würden, niemals wieder ihren realen Wert, wie sie vorher eingezahlt worden sind, erreichen werden und somit praktisch auf der eigenen Balance Sheet wieder auftauchen als theoretisch negativen Anlage. Und da seht ihr, Aave ist nicht makellos. Ne? Hier sind tatsächlich schon fast 600.000, aber nicht ganz eine Million an Bad Debt bei Aave akkumuliert worden und die Anzahl der Accounts, ne? Ja gut, das mag vielleicht viel sein, aber gerade bei der Größe ist es auf zwei Stellen nach Komma Prozent im Prozent, ja, gerundet immer noch null. Das heißt, das sind wirklich in Relation, muss man setzen, zu den 14 Milliarden TVL, die haben. Minimalst, was die an Bad Debt haben. So. Ein kleiner Rückblick, Nostalgie 2021. Ich habe das Video tatsächlich rausgesucht. Da habe ich in einigen Videos, wo ich das auch präsentiert habe, wie man auf Aave nämlich da mal loopen konnte. Ihr seht ja auch hier, bei 12, 13 Prozent, die man bezahlt bekommt auf Aave, konnte man super gut Geld anlegen, Darlehen nehmen, das Darlehen natürlich wieder als Geld anlegen und somit theoretisch 30, 40 Prozent an Rendite für einen kurzen Zeitraum bekommen. Ja, das waren noch Zeiten 2021. Und kommen wir zum tatsächlichen noch ein bisschen Background-Story. Ich halte das, versuche das ein bisschen kurz zu halten. AWV2 gegenüber V3. AWV2 kann man so praktisch wie so Urgestein zum Thema DeFi-Lending sehen. Nichts anderes wie ganz einfach Bank. Ja, da kannst du Geld anlegen für das Geld, was du angelegt hast. 100.000 Dollar oder 100.000 Dollar in ETH oder in BTC kannst du dagegen Darlehen nehmen. Wenn du nicht Darlehen misst, ist auch okay, kriegst ein bisschen Zinsen drauf, umgerechnet von denen, die Darlehen genommen haben, die sind natürlich bereit, ein bisschen Geld Zinsen dafür zu bezahlen und diese Zinsen werden natürlich umgelegt auf allen Anleger, die an dieser Stelle Geld zur Verfügung gestellt haben. Haben keine wirkliche Trennung der unterschiedlichen Risikoklassen, dafür entsprechend auch sehr wenige Assets überhaupt, die ganz großen Blue Chips und Stablecoins. Und an der Stelle, dieser Stelle natürlich auch diese Assets, was die Loan-to-Value ist eine ganz klare Definition in der DeFi-Welt, vor allem bei dem Banking, ja, das ist praktisch, wie viel Geld darf ich mir als Darlehen nehmen gegenüber dem, was ich hinterlegt habe als Sicherheit. Und gerade bei Blue Chips oder Stablecoins ist das definitiv höher als bei kleineren Coins wie Curve Token und Aave Token an dieser Stelle als Backstop, das heißt theoretisch im Fall eines Falles, wenn das Protokoll natürlich toxische Assets ansammelt oder bei Liquidation es nicht schnell genug passieren kann, dann halten natürlich die Aave Token Staker an der Stelle ihren praktisch eigenes Geld her, muss das, um die Bank wieder aufzufüllen. Und das Ganze ist natürlich sehr einfach gehalten und man hat natürlich immer noch die Third-Party-Liquidatoren, die an dieser Stelle diese Rolle spielen, ja, damit, wenn User an der Stelle irgendwelche Positionen haben, die unter Wasser sind, dass die Third-Party um die Ecke kommen und diese Position mit relativ großem Abstand ablösen können. Das heißt, die User erleiden hier eben die meisten Verluste im Fall eines Falles. Bei A3 haben die schon einige, V3 haben die einiges verbessert. Das erste ist natürlich, diese Loan-to-Value haben die für Darlehen teilweise auf 97% hochgesetzt. Wie ist das überhaupt möglich? Das ist nämlich das, was sie gemacht haben. Die haben eine Risikoklassentrennung gemacht, ja, das nach Blue Chips und dann auch noch nach hochkorrelierende Assets, das sind Stablecoin gegen Stablecoin oder ETH gegen Staked ETH und so weiter. Und das dagegen kann man natürlich, ETH gegen Wrapped Staked ETH, kann man 97% Darlehen nehmen. Somit kann man auch easy über Third Party oder auch selbst, ich habe das auch auf meinem Kanal gezeigt, ja, selbst manuelles Loopen auf Aave 7-8 Mal praktisch auf 6- oder 7-fache Leverage hochkommen. Isolierte Risiken für kleineren Coins, das ist definitiv ein großer Fortschritt, denn mit diesen isolierten Risiken konnten die endlich, wenn ich so hingehe und sage, okay, ich donnere tausende ETH rein und dafür 50 Millionen an Curve Token, dann zählen normalerweise bei A2 beides als Kollateral. Bei A3, bei V3 nämlich nicht mehr, denn wenn ich ein Hochrisiko-Asset als Sicherheit hinterlege, zählt nur dieses Asset. Ich kann alle anderen Assets trotzdem hinterlegen als Sicherheit, aber die werden nicht gewertet für mich. Das heißt, deswegen isoliert. Ne? Das heißt, diese hochrisigen Assets, die werden zwar nach und nach aufgenommen auf der Plattform, aber wenn du die als Sicherheit nehmen möchtest, zählen alle anderen Assets nicht, die du dazu genommen hast. Wir haben natürlich
deswegen Sentinel, das ist mal ein großer Schritt für, und da kann man auch sehen, dass Protokolle nicht nur wirklich da sind, um Cash Grab zu sein, sondern auch für die User. So sollte es eben nicht sein. Ja. So sollte es eben sein in der DeFi-Welt, dass die Protokolle den User zugutekommen. Nämlich dieses Sentinel, was macht das? Das macht, wenn eine Chain, ne, aus irgendeinem Grund pausiert oder auch das Protokoll pausiert, ist natürlich so, dass die Kurse auf der ganzen Welt nicht gleichzeitig pausieren. Ne. Was passiert also, wenn in der Zeit, das war bei V2 auch so, haben die auch direkt gesagt, hey, macht euch keine Sorge, das Sentinel ist nämlich da. Das heißt nichts anderes wie, wenn das Ganze dann wieder anfängt zu laufen und trotzdem der Kurs in der Zwischenzeit sich stark bewegt hat, sodass sehr viele Leute unter Wasser sein sollten, das ist nämlich nicht passiert damals, dann ist es so, dass danach ein Grace Period gibt. Das heißt, in diesem Zeitraum werden die Leute nicht liquidiert, obwohl alles wieder weiterlaufen. Nur, du kannst natürlich in dem Zeitraum nicht noch mehr Darlehen aufnehmen, sondern du kannst natürlich dein Darlehen ganz normal zurückbezahlen, obwohl es schon komplett weit unter Wasser ist. So, dass nach 6 Stunden oder 12 Stunden, das ist diese Grace Periode, erst dann fängt die Liquidation wieder an für die Positionen, die unter Wasser sind. Das war etwas, was sehr zugutekommt den Menschen in so einem speziellen Fall. Und natürlich Cross-Chain Governance, das heißt, man konnte jetzt für alle Chains, weil die auch auf sehr viel L2s ausgerollt sind, über Governance abstimmen, nicht mehr einfach auf die Chain, sondern man kann auf Arbitrum abstimmen für bestimmte Governance Proposals, die auf ECM sind. Früher war eben alles auf ECM. Ja, und das sind alles sehr, sehr große Verbesserungen in dem Sinne, dass die bestimmte Bereiche betreffen. Aber das ganze System an sich ist trotzdem noch das gleiche geblieben wie bei A2. So, jetzt kommen wir zu den Problemen, die natürlich an der Stelle A3 hat. Das heißt, ABV3 ist natürlich nicht das einzige Projekt, was es da draußen gibt. Wir haben natürlich auch die ganz alten. Ne? Compound ist tatsächlich genauso alt oder sogar noch älter als Aave. Und bei Compound sieht man allein daran, wie viele Leute davon geforkt haben. Die haben 3 oder 4 Mal so viele Forks wie bei Aave. Das zeigt einfach, dass Code von Compound viel einfacher ist als bei Aave. Und dann ist natürlich auch so, dass bei Compound insgesamt die Funktion, wenn ihr euch das mal anguckt, ich benutze tatsächlich auch Compound neben Aave gleichzeitig, ist so, dass dadurch, dass die alles sehr, sehr in kleinen Paket. Bei Aave kannst du dir vorstellen, du hast einen großen Schwimmbad, du hast da ein paar diese schwimmende Lanes, die da drin aufgebaut sind, die trennen das. Bei Compound kann man sich so vorstellen, wie statt einem großen Schwimmbad mit ein paar Lanes drin, hast du ganz viele kleine Schwimmbäder in einem großen Haus. Das Haus ist Compound, die einzelnen kleinen Bäder sind praktisch die einzelnen Pools. Das ist so, wie das aufgebaut ist. Und im Vergleich zu Aave, dafür haben die insgesamt in den einzelnen Pools weniger Assets drin als bei Aave und insgesamt auch die Zinssätze dadurch, dass die Pools kleiner sind und so weiter, etwas bessere Zinssätze, die geben natürlich auch ihren Token und top noch da drauf. Das Ganze ist genauso aus meiner Sicht, Compound könnte ich auch dazu zählen, kampferprobt wie Aave, aber aus meiner Sicht, was die Audit zur Sicherheit angeht, kommt das nicht an Aave heran. Und das Ganze ist natürlich, Aave ist dadurch, dass es praktisch die de facto Nummer 1 ist und auch diese Stellung der hohen Sicherheit und der langsamen Entwicklung und sehr, sehr genauen Governance hinterherläuft, ist es in der Entwicklung langsamer als Compound insgesamt. Nichtsdestotrotz, beide würde ich fast auf die gleiche Stufe stellen. Wir haben aber noch sehr viele andere Protokolle, die im letzten Zyklus erst dazugekommen sind. Typischerweise Silo habe ich auch selbst benutzt. Fluid benutze ich jetzt aktuell auch selbst, neben Compound und auch Dolomite. Die sind erstens viel jünger und deswegen würde ich die definitiv nicht auf die gleiche Stufe stellen wie Aave oder Compound, weil die haben keinen Track Record. Du weißt nicht, was passiert im nächsten Bärenmarkt oder wenn es mal einen riesen Crash gibt. Und das ist auch passiert bei Silo und Co., dass die auch an der Stelle, weil alles gecrashed ist, die extrem hohen Bad Debt oder sag ich mal toxische Assets angesammelt haben. Gleichzeitig haben die aber den Vorteil, dass die innovativer sind, kleineren Teams sind und weil die eben nicht so viel in Sicherheit, Governance und sowas reinstecken, können die viel schneller neue Assets dazu nehmen oder neue innovative, vielleicht benutzerfreundlichere Sachen anbieten. Das heißt, das sind die Vorteile davon. Gleichzeitig haben die natürlich auch Nachteile. Und Tokenzuschüsse, eines der größten. Als Farmer gerade ist Tokenzuschüsse alles A und O. Du bekommst Geld dafür, dass du etwas tust. Das kriegst du eben bei Aave und Compound nicht. Das heißt, gerade bei Silo und Co., wenn man da drüber so eine Looping betreibt aktuell, kann man sehr, sehr gute Rendite zum Beispiel in sehr vielen Bereichen bekommen. Das Problem ist aber genauso wie bei Compound im Vergleich zu Aave, dieses Schwimmbad-Modell, zum Beispiel bei Silo oder bei Dolomite, du hast dieses Fragmentation, weil eben nicht alles in einem großen Schwimmbad, in einem großen Pool, sondern du getrennte. Ne? Das kennt ihr typischerweise bei Silo, kann man sehr, sehr gut sehen, bei Fluid genauso. Ne? Du hast immer nur 1:1 Assets oder 1:2. Bei Silo ist es 1:2, das heißt in jedem diesen kleinen Bäder in einem großen Schwimmhaus, können
können nur drei Assets gegeneinander. Wenn ich zum Beispiel jetzt, sag mal, Wrapped STIs gegen irgendein Strange Asset als Sicherheit hinterlegen will, dann geht das gar nicht, weil dafür eben kein Schwimmbad gibt. Das heißt, jedes Pool, zum Beispiel bei Silo, beinhaltet nun mal nur drei Assets. Genauso wie bei, zum Beispiel bei Fluid ist sogar nur zwei Assets pro Pool. Dafür hast du eben sehr viele Pools. Und das sind natürlich eigene Ansätze von den unterschiedlichen Protokollen. Die einen denken vielleicht, damit haben wir mehr Chancen auf dem Markt. Wir werden sehen, was sich langfristig etabliert. Die Herausforderung natürlich an dieser Stelle für V3, was auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, natürlich, na klar, ganz hohe Sicherheit und viel Governance, ist halt weniger flexibel. Und gerade wenn wir in einen Bullmarkt hineingehen, und deswegen gehe ich davon aus, dass sie diesen Proposal, was sie jetzt haben, schon sehr, sehr lange dran gearbeitet haben. Es ist nicht gestern erst rausgekommen, sondern die haben vielleicht gesehen, okay, vielleicht 25, großer Bullmarkt, vielleicht sollten wir uns mal daran orientieren und was rausbringen, was Neues. Und das heißt an dieser Stelle, weniger Assets in der V3 und weniger können die im Bullmarkt wachsen. Das nächste ist natürlich, ohne Bezuschussung ist natürlich an dieser Stelle der Markt, der Wettbewerb viel, viel stärker, und das heißt an dieser Stelle auch, was die TVL angeht, also ohne Bezuschussung, und zweitens bei fast 20 Milliarden TVL, wenn die mal wieder dorthin kommen, ist natürlich so, selbst wenn, und das ist bei dem der Fall, aber ist die größte Plattform, wo man das meiste an Geld ausgeliehen hat, aber das verteilt auf 5 oder 10 Mal so viel Anlage insgesamt, ist natürlich so, für die Leute, die dorthin Geld hinterlegen, bekommen die fast gar keine Zinsen, weil einfach die Menge in Proportion im Vergleich dazu sehr, sehr viel größer ist. Und das nächste ist natürlich diese rigide Risikomanagement. Das heißt, Loan-to-Value können die nicht einfach für jegliche Asset so weit nach oben pushen, 80-90%, sondern fangen immer relativ entspannt im unteren Bereich an, 40-50%. Und wenn sich das gut etabliert hat und auch genügend Liquidität im gesamten Markt da ist, fangen die an, das langsam nach oben zu verschieben. Das nächste ist natürlich alter Liquidation. Mechanismus immer noch, zum Beispiel, was sehr, sehr innovativ ist, CurveUSD, habe ich damals auch auf meinem Kanal darüber berichtet, aber auch zum Beispiel aktuell Fluid, es hat sich auch in dem letzten Dip, vorletzte Woche mit der Japan-Krise, hat sich ja gezeigt, dass dort die Liquidation teilweise durch neue Mechanismen, nicht mehr diese stupide Third Party, die hingehen und die Position von den Leuten liquidieren, eben viel effizienter geworden sind als bei AWV3, und da müssen die auch was tun. Und das war eben eines der Hauptgründe, denke ich, weil Liquidation ist das A und O in einem Money Market, damit ein Money Market langfristig gesund, stabil und zuversichtlich bleiben kann, dass Leute dort ihr Geld parken, muss es, was die Liquidation angeht, richtig gut funktionieren und richtig effizient funktionieren, denn Dips werden immer kommen, garantiert, hundertprozentig. Und dafür vorbereitet zu sein, heißt nicht 50 Meter Abstand halten, damit mich das nicht angehen kann, sondern erstens gleichzeitig zulassen, dass die Leute so nah wie möglich an diese Gefahrschwelle drangehen. Aber zweitens, für den Fall, dass sie zu weit gegangen sind, die Leute nicht direkt zur Hälfte abschneiden, sondern so wenig wie möglich. Das ist notwendig für ein gutes DeFi-Lending-Protokoll. Da haben wir natürlich noch die AWE-Token als Backstop, seit V2 schon und bis heute immer noch. Und ich denke, V4 ist noch nicht ausgerollt, ist noch in der zweiten Phase. Das heißt, an dieser Stelle ist großer Druck auf AWE-Token-Halter, die ihren Token staken, denn wenn der Token im schlimmsten Fall natürlich herhalten muss, um die Löcher im Haus zu stopfen, preist man das natürlich in den Token mit ein. Das heißt, wenn ich sage mal, selbst bei 1% Chance pro Jahr, dass der Token herhalten muss, dass man einen gewissen Haircut bekommt, werde ich mich natürlich nicht zufrieden geben mit 2-3% Zinsen. Und dann ist natürlich so der Stablecoin, den die zum letztes Jahr gelauncht haben, der Go. Der war auch sehr, sehr lange so ein Deepak gewesen, bis er letztendlich doch mal wieder bei 1 sind. Und da haben die auch sehr lange zum Beispiel dran gearbeitet oder versucht, den zu incentivieren, vielleicht, dass die Leute anfangen, damit zu arbeiten. Ist bis heute immer noch nicht gelungen, dass er sich durchsetzt gegenüber den großen Konkurrenten. Und dahingehend ist natürlich auch V4 was Gutes. So, jetzt kommen wir zu endlich die Lösung, die den V4 vorgestellt hat. Diese Grafik zum Beispiel von Sun, eine Researcherin auf Twitter, kann ich euch empfehlen, habe ich auch entsprechend als Link unter dem Video gelassen. Was bedeutet das? Ganz einfach. Was ist das Problem bei fast allen Protokollen, die bis zum heutigen Tag diese mit der Liquidation zu kämpfen haben? Denn ja, im Falle einer Liquidation, das heißt, wenn der Preis von irgendeinem Token, sagen wir ETH, plötzlich ganz schnell abstürzt, was braucht man? Man braucht erstens viele Leute oder Bots oder was auch immer, das ist ja offen, jeder kann daran teilnehmen. Man braucht diese Leute, die da hingehen und die Positionen, die unter Wasser sind, ablösen. Erstens. Zweitens, man braucht genügend Volumen, das heißt, die Leute müssen, zum Beispiel nach 100 Millionen, die zur Liquidation anstehen,
stehen, müssen natürlich auch Leute um die Ecke kommen, die bereit sind, diese 100 Millionen aufzunehmen. Wenn natürlich nicht genügend Leute da sind, geht es natürlich nicht. Und das Dritte ist natürlich, wenn der Markt sich schnell bewegt, ne, werden die Leute natürlich nicht einfach sagen, okay, ich liquidiere das. Ne, denn liquidieren heißt nichts anderes wie, die bezahlen diese Schulden, die offen sind und bekommen praktisch diese Token von den User, die unter Wasser sind, abgelöst. So, was machen die aber damit? Die müssen ja trotzdem diese Token, wenn die nicht selber sowieso halten möchten, auch direkt danach dumpen. Meistens läuft das eben über Bots. Ne? Das heißt, die Bots lösen die Position ab, zum Beispiel mit 2 oder 5%, das ist ja diese Liquidationsstrafen ab. Das heißt, die haben einen gewissen Puffer, ne, um diesen abgelösten Token sofort abzuverkaufen, um diese 2 oder 3% Gewinn zu realisieren. Aber wenn der Markt sich so schnell bewegt, was glaubt ihr, wie viel die Bots erwarten an Puffer, damit die überhaupt erst anfangen zu arbeiten? Die werden nicht sagen, okay, bei 2% nehme ich das Ding, ja, den Schulden ab und begleiche seine Position. Die werden sagen, okay, gib mir 10% Puffer, dann mache ich das, sonst ne, rühre ich mich jetzt gar nicht. Und das ist eben das Problem. Und das lösen die in der V4 richtig geschickt. Und das finde ich richtig gut. Was sagen die? Die sagen, hey, pass auf. Ja, der junge Mann da, ne, der von Crypto Café, der hat 2 ETH im Wert von $2,000 hinterlassen, ne, bei uns als Sicherheit so, und sich dagegen $1,000 als Darlehen genommen. So, was passiert also, wenn ETH plötzlich innerhalb einer Stunde um 50% fällt und bei $1,000 ist? Dann muss ja der liquidiert werden. Der normale Vorgang ist, ne, ein Bot kommt um die Ecke, ne, nimmt mein Darlehen, nämlich diese $1,000, dem ich das System schulde, ne, und sage, hey, ne, diese $1,000, ne, den löse ich zur Hälfte ab, also $500, indem ich Teil deiner ETH, die er auf der Plattform hat, abverkaufe. Ne, das ist die Liquidation. So. Aber dieser Abverkauf, wie ich eben beschrieben habe, ist immer mit Slippage und praktisch an diesem Puffer verbunden und deswegen sehr ineffizient. Und die haben gesagt, naja gut, warum machen wir das überhaupt, wenn wir doch genügend Leute auf der Plattform haben, die sowieso auch Stablecoin als Sicherheit hinterlegt haben, ne, und auf der anderen Seite der von Crypto Café Stablecoin ausgeliehen haben. Also bieten wir den doch den Leuten an, die sowieso Stablecoin auf der Plattform bei uns hinterlegt haben, die Möglichkeit nach dem Motto, hey, ja, wollt ihr 20-30% Rendite auf euren Stablecoin, damit im Fall eines Falles, ne, eure Stablecoin an der Stelle praktisch als Backstop fungiert und somit die Schuldnerposition ablösen. Und das ist eben dieser sehr, sehr genial an der Sache. Denn dafür, dass die einfach das gleiche Asset nehmen, um das gleiche Asset wieder abzulösen, weil es als Schulden drin ist, findet ja kein Swap statt. Das heißt, da muss nichts geswappt werden auf dem Markt. Das heißt, das ist komplett slippage-free. Und das kann theoretisch jeder als Bot oder Liquidator durchführen und somit an der Stelle trotzdem noch ein bisschen an praktisch Fee oder Geld kassieren. Wie das genau implementiert ist, hoffe ich, wie gesagt, wenn es einmal draußen ist, werde ich auch nochmal vielleicht technisch für euch durchgehen. Das heißt an der Stelle, die können theoretisch den Leuten sagen, die bereit sind, ein gewisses Zusatzrisiko für ihre Geldanlage, die sie auf Arbe geparkt haben, ob das ETH oder Stablecoin oder BTC ist, und sagen, na gut, diese 20% des gesamten Geldes, die auf der Plattform geparkt sind, die sind bereit, zusätzliche Risiko mit sich auf sich zu nehmen. Die kriegen deswegen zusätzlichen Zinsen on top. Und im Fall eines Falles wird ein Stück von dem Geld, weil solchen Fälle ist ja nicht jeden Tag und vor allem auch in der Größe nicht so groß wie die gesamte Anlage, die werden nämlich dafür benutzt, um diese Schuldenposition abzulösen. Und das heißt, das Ganze ist komplett slippage-free, ohne wirkliche Impact für den Token. Und vor allem, da muss nichts abverkauft werden. Da gibt es keinen extra Verkaufsdruck. Und das ist eben Massenliquidation, findet eben statt, weil eben zusätzlich nochmal Verkaufsdruck aufkommt von den Bots und so. Und das wird komplett dadurch eliminiert. Das ist eine richtig gute Idee, finde ich. Und ja, und besonders hier, ne, ihr seht hier, habe ich nochmal extra markiert für euch. Also Slippage Free, Seize and Burn von den praktisch Assets, die schon sowieso im System sind und somit gut für das ganze System. Kommen wir zu dem nächsten, nämlich es sind einige zusätzliche Token dazugekommen. Klingt kompliziert, ist aber relativ einfach. Es gibt sogar eine Grafik dazu, wenn ihr euch die lieber antun wollt und nicht mein Gerede hier. Ich versuche das, wie gesagt, so leicht wie möglich für euch auseinanderzuhalten. Das erste ist das Trennung von GHO, das ist der Stablecoin, und Aave, was das Risiko angeht. Ne? Bislang hält natürlich sowohl GHO als auch Aave für sehr, sehr viele Produkte her. Und ihr wisst, wie ich eben beschrieben habe, der Aave als Backstop fällt ja komplett weg. Ne? Die normalen Assets teilen jetzt als Backstop her in der V4. Das zweite ist natürlich auch bei GHO. Und das heißt, das lösen die sehr geschickt hier mit dem Staked Aave. Das ist diese große weiße Kreis in der Mitte. Das heißt, diejenigen, die ab dem
Zeitpunkt, wo V4 wirklich aktiv ist, ihren Aave-Token staken. Die haben ein Staked Aave. Das ist praktisch repräsentant für ihren gestakten Aave-Token. Und für das gestaked Aave bekommen die nämlich diese zusätzlichen Anti-Go, heißt das. Was ist Anti-Go? Anti-Go ist ein nicht transferierbarer Token, den man aber burnen kann. Und dieser nicht transferierbare Token akkumuliert wie vorher. Vorher gab es ja Discount für Leute, die Aave-Token gestaked haben, wenn die Go diesen Stablecoin minten wollten. Und dieser Discount wird praktisch jetzt als Bonus on top auf die Leute ausgeschüttet, die ihren Aave-Token gestaked haben, nämlich in diesen Anti-Go hin. Der Anti-Go selbst ist nicht nutzbar zum Bezahlen und so. Und das heißt, es ist eigentlich fast das gleiche wie vorher. Nur diesen Anti-Go kannst du jetzt benutzen, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt Aave-Token gestaked, und weil der Token sowieso jetzt kein Risiko mehr, was Backstop angeht, und bekomme jetzt Anti-Go. Was mache ich mit dem Anti-Go? Na gut, ich kann natürlich selber Stablecoin minten und damit irgendwo Lending betreiben, Farming und sonst was. So. Aber auf diesen Stablecoin muss ich ja trotzdem Zinsen bezahlen, und diesen Zinsen akkumuliere ich praktisch als positiv in mein Anti-Go drin. Und zwar nach einem halben Jahr und Jahr habe ich $1000 an Zinsen, die ich theoretisch zurückbezahlen müsste, und die sind in diesem Anti-Go drin. Und da kann ich natürlich diesen Anti-Go theoretisch umwandeln in diesen Go. Das heißt, ich burn meinen Anti-Go und bezahle damit meinen Zinsen, die ich theoretisch hätte zahlen müssen. Und somit habe ich praktisch ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang, so wie ich das lang gehalten habe, diesen Go umsonst bekommen. Das ist dieser Zinsausgleich. Oder ich kann zwar auch sagen, naja gut, ich kann diesen Anti-Go auch in Staked umwandeln und somit zukünftig an den Fees, die in dem Go-Ökosystem, Stablecoin-Ökosystem akkumulieren, ansammeln. Das ist auch eine Möglichkeit. Das Ganze nämlich mit dem Stake Go ist natürlich, der Stake Go trägt nicht mehr das Risiko für die normalen Assets. Vorher war das ja. Das heißt, wenn das natürlich in ein Ökosystem als Darlehen und Sicherheit hinterlegt ist, aber an Assets ist natürlich Go da eine Rolle, spielt da eine Rolle, und jetzt ist es nicht mehr mit dem Stake Go. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass der Go mit dem Stake Go, wenn in dem Go-Ökosystem, das ist dieses Stablecoin-Ökosystem, wirklich auch Bad Assets oder durch Deepak, Stablecoin kann immer Deepaken, weil der Markt viel mächtiger ist als jede Entität überhaupt, dann ist natürlich so, dass der Stake-Go an der Stelle auch genauso wie bei V4 Umbrella herhalten kann, ohne Slippage. Da kann einfach die Stake-Go geburnt werden, um die fehlenden Assets im Markt zu verdienen, auszugleichen. Und an der Stelle erleiden natürlich die Stake-Go-Halter einen gewissen Impact. Aber, das haben die ja zum Beispiel bereits auch angeführt, was passiert, na gut, wenn du 30% der Rendite auf dein Stake-Go bekommst, und dafür in einem Fall des Falles eines leichten Deepaks 2 oder 3% verlierst, hast du theoretisch 6 bis 8 Wochen umsonst gefarmt. Deine Zinsen aber dafür, ist das SIM-System sehr, sehr stabil. Da ist es noch stabiler vielleicht als diesen Stability Pool von DAI, gibt es ja auch. Und somit soll das insgesamt den Token Go auch viel, viel stärker und stabiler machen. Wird sich, wie gesagt, noch etablieren, oder zumindest werden wir sehen, ob sich das etablieren kann. Kommen wir zum nächsten, nämlich was passiert dann jetzt eigentlich mit dem Aave-Preis? Ne? Denn die ganzen Influencer da draußen, auch eines der größten, Taiki, hat ja schon vor 2 oder 3 Wochen angefangen, hat gesagt, hey, der Aave-Token, den müssen wir mal kaufen, das wird der nächste Burner sein. Bin ich der Meinung? Na, gucken wir uns mal an. Also erstens, wir haben 14 Millionen aktuell Circulating Supply, ca. Pi mal Daumen 2 Milliarden, ne? Weil der Preis natürlich auch ein bisschen nach oben schon geschossen ist, 30-40%. Und das sind ca. Pi mal Daumen 20% von dem gesamten Circulating Supply von dem Aave-Token. So, behalten wir im Hinterkopf. Ne? Und die Fees sind ca. umgerechnet auf 1 Million pro Woche, 5 bis 10 Millionen pro Woche in einem Bullenmarkt zum aktuellen Zeitpunkt. Ist nicht viel im Vergleich zu einigen anderen Protokollen, und vor allem bezogen auf den sehr, sehr hohen TVL ist es fast gar nichts. Ja. Und das Ganze ist natürlich, also die Fees ist abhängig davon, wie viel diese Loan-to-Value ist. Wenn die natürlich höher setzen, dann gehen natürlich Menschen mehr Risiko ein, ist natürlich auch mehr Risiko für das Protokoll, aber verdienen natürlich mehr Zinsen dann letztendlich dran. Ein ausschlaggebender Faktor ist aus meiner Sicht, wie viele Staked Aave insgesamt am APR verdienen kann. Ja, das heißt, Leute werden ja den Token nicht einfach nur kaufen und halten. Deswegen denke ich auch, einen gewissen Teil an Leute werden den Token kaufen und den staken, um daran an diesen Reward zu profitieren. Denn jetzt trägt ja dieser Aave-Token nicht mehr das Risiko, für das System herhalten zu müssen im Fall eines Falles. Und deswegen denken die Leute, naja gut, jetzt ist dieser Theorie Druck oben auf den Token weg, und deswegen kann der Token um einiges nach oben gehen. Aber vielleicht ist sogar in den 30-40% in den letzten Wochen das schon eingepreist. Wer weiß. Und da habe ich eine kleine Tabelle.
Quelle für euch gemacht. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch entsprechend die Berechnungsgrundlage zur Verfügung stellen. Das habe ich einfach ein bisschen mit den Zahlen gespielt, ja, was man aktuell auf der Plattform finden kann. Also, wir gehen von 75-85% Auslastung des Geldes aus, was in dem System ist. Das sieht man in dieser Kurve, Darlehenskurve, die bei jedem Assets vorhanden ist. Ich habe hier als Beispiel einfach mal eine Stablecoin USDC genommen. Und wir haben natürlich unterschiedliche Darlehenszinsen. Und bei 75-85%, ich habe das ein bisschen entspannter angesetzt oder konservativer angesetzt, weil jetzt von aktuellem System bei 75-85% Auslastung liegt die Zinssätze so zwischen 5 und 8% eher. Das heißt, 3% ist eher schon nach unten. Das heißt, sehr konservativ berechnet. Das heißt, wenn wir 10% der Leute, die im System USDC überhaupt bei Aave hinterlegt haben, sagen, hey, ich bin bereit, ein bisschen mehr Risiko einzugehen für das System Aave und stelle mein USDC zur Verfügung und natürlich, wie im Fall kann ich die nicht sofort rausholen, sondern muss auch 7-14 Tage lang warten, bis ich mein Geld wieder rausholen kann, ist natürlich so, dass das Geld ein Teil zu dem fließt. Ich gehe hier von 100% aus. Das wird auch nicht der Fall sein. Das heißt, auch Leute, die nicht dieses Risiko eingehen, werden weiterhin auf Aave ein bisschen Zins verdienen können. Und das ist auch diese Verteilung, steht zwar in diesen Dokumenten, wo ich gelesen habe, nicht fest. Ich gehe davon aus, dass die da auch über Governance was entscheiden werden, wie viele die Leute bekommen, die kein zusätzliches Risiko eingehen wollen und wie viel, ob das 10-90 oder 20-80 oder vielleicht sogar 50-50 sein wird. Ich habe ja mit 100% geredet. Das heißt, alles, was die an Geld verdienen, über das Darlehen gehen zu den Leuten, die bereit sind, Risiko einzugehen. Also ich habe unterschieden nach 10%, 20% oder 40% des gesamten Kapitals, die bereit sind, dieses zusätzliche Risiko auf sich zu nehmen. Bei den unterschiedlichen Zinssätzen 3%, 5% und 8%. Und ihr seht hier, das sind die Ergebnisse. Das heißt, wir gehen davon aus, ja, das ist meine Annahme, es gibt ein Cap. Was bedeutet Cap? Ich gehe nicht davon aus, dass ich sagen werde, hey, ja, du bist bereit, Risiko für den Fall des Falles einzugehen, deswegen kriegst du 60% APR auf deine USDC. Das wäre ja total Schwachsinn, weil dann würden natürlich alle direkt anfangen, ihren USDC reinzustaken und das wollen die sicherlich auch nicht. Ne? Denn eine übertrieben hohe praktisch Versicherung für einen Betrag, der vielleicht 1-2 Millionen ist, dass da 100 Millionen in dieses Risiko reingehen, heißt ja auch nichts anderes wie Verbessern der Rendite. Das heißt, die werden sicherlich irgendwie Cap oder so ansetzen, ob das 15% ist, 10%, das sind die zwei Annahmen hier. Keine Ahnung, werden wir sehen. Das heißt, wenn wir 15% Cap nehmen würden für diese Beträge, hier oben, ist natürlich so, dass die Leute, die bereit sind, zusätzlich Risiko einzugehen, die sind bei 15%, verdienen ja auch hier in USDC, die gestaked sind, und darüber hinaus ist natürlich ein gewisser zusätzlicher Revenue Überfluss da, und diesen Überfluss werden die natürlich verteilen auf die unterschiedlichen Bereichen, unter anderem natürlich auch die Aave Staker. Ja, das heißt, in diesem Fall bekommen wir 2-26% sogar für den gestakten Aave Token, und ihr seht, je höher die Menge der gestakten, dieser Risiko Token, desto geringer ist natürlich die Rendite, denn diese 20%, 10% oder 40% wollen ja stärker bezahlt werden, und dann bleiben natürlich bei 40%, wenn es wirklich so weit kommen würde, würde natürlich nichts für unterm Strich für die Aave Staker herausspringen. Und dann habe ich hier unten nochmal eine Annahme genannt, die cappen das bei 10% und gleichzeitig steigt die Staking-Rate. Haben wir ja eben gesagt, aktuell ist die Staking-Rate für den Aave-Token bei gerade mal 20%. Und wenn wirklich mehr Leute reinkommen würden und sagen, hey, ich habe jetzt den Aave-Token gekauft, ich möchte diese Gratis-Rendite verdienen, weil ich glaube an das System und dass der Token auch seinem Preis gerecht nämlich ist, wie aktuell $140, und deswegen stake ich meinen Aave-Token, dann ist es natürlich so, dass dann insgesamt die Aave-Token-Staker auch selbst unter sich das Ganze verbessern. Das heißt, die bekommen dann natürlich auch weniger. Ihr seht hier, das ist aber insgesamt weniger ausschlaggebend, wie dieser Cap erstens, und natürlich auch, was am meisten ausschlaggebend ist, natürlich, wie viele Leute bereit sind, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Zum Fazitabschluss, alles zusammengefasst, was ich sehr gut finde am V4 ist dieses Umbrella-System. Das heißt, Liquidation ohne jeglichen Slippage und vor allem ohne weitere Auswirkungen auf den Markt. Da muss ja nichts großartig abverkauft werden. Klar, die Leute, die an dieser Stelle mit dem Risikokapital gehaftet haben und dafür natürlich diese Bad-Position abgelöst haben, die können sich immer noch dazu entscheiden, das abzuverkaufen, aber das ist eben ein zusätzlicher Schritt, das ist nicht mehr automatisch im Markt. Das zweite ist Trennung von Risiken, nämlich Stablecoin-Risiko und die Assets-Risiken voneinander komplett getrennt. Zumindest positiv ist das Staking mit Aave und dieser Stake-Go-Minting-System, habe ich eben auch erklärt, was das ist, und zusätzlich auch Revenue-Sharing und das Buyback. Das Buyback an sich
ist zumindest nicht negativ aus meiner Sicht. Inwiefern es überhaupt Markt auf dem Markt Preisauswirkungen haben wird oder eher werbetechnisch effektiv sein wird, das wird sich in der Zeit herausstellen. Das ist nämlich meine Überzeugung, dass vieles einfach nur gute Werbung ist und nicht wirklich, weil der Token so viel Wert dazu bekommen hat. Und aber im Verkauf wird es ein Anreiz auf die Leute sein und davon muss man ausgehen, ne, dass die Leute, die jetzt diesem Kanal oder dieses Video bis hierhin geschaut haben, die wenigsten vielleicht 1 oder 0,1% des gesamten Kryptomarktes sind und die meisten, die werden eher auf die großen Influencer springen und auf deren Video und die sagen, hey, Aave ist gut, Aave wird nach oben gehen, warum? Keine Ahnung, aber kaufen, ne, weil die es gesagt haben. Das heißt, an dieser Stelle kann das natürlich sein, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt, aber zumindest ist es nicht negativ. Wird sich herausstellen langfristig, nämlich erstens Stablecoin, der Go, ob der wirklich sich breit machen kann, hängt natürlich an der BD ab, das ist deren Business Development und das ist auch meine Überzeugung heute, dass sehr vieles, was sehr gut ist, nur gescheitert sind, weil die kein richtiges gutes Business Development gemacht haben. Das heißt praktisch Hände schütteln, Vitamin B und hier und dort den Token platzieren. Das wird viel im Hinterhof gemacht, intransparent, leider ist aber so in der realen Welt. Wir haben Erträge für das Protokoll, das ist definitiv da, habe ich ja vorhin gesagt. Die Millionen pro Woche, aber das ist das Ganze, nämlich wie viel davon fließt wirklich für die Leute, die bereit sind, zusätzlich Risiko auf ihren Token, ob das Staked ETH ist oder ob das da Staked USDC oder sonst was ist, wie diese Verteilung ist. Ne? Das muss sich erst realisieren oder stabilisieren, ja, einen bestimmten Quotient, das werden wir sehen. Und dann die Fee-Einstellung. Ich denke, da haben die größte Stellschraube, das heißt, ob die 0,5%, ja, die Zinskurve nach oben schrauben oder nicht, das wird sehr, sehr viel Aufschlag geben, sein als diese Verteilung 20, 80, 10, 90%. Und der letzte Punkt ist, wo ist der faire Preis von Aave? Kann ich euch leider nicht sagen. Sorry für das Täuschen am Anfang des Videos. Denn ich werde nämlich auch den Token selbst nicht kaufen. Und das letzte, das Buyback mit Aave, das ist wie bei jedem anderen Token, dieses dekorative Element, selbst bei Ethereum, wo man sagt, hey, der Burn hat dazu geführt, dass Ethereum insgesamt ja negativ ist, im Insurance praktisch deflationär und so weiter. Burn ist selbst im Fall von Ethereum nur eine Dekoration, trägt nicht wirklich dazu bei, dass der Token selbst im Wert wächst, wirklich langfristig. Und muss man dafür einfach nehmen, was es ist. Und die ganzen Links, wie beschrieben, unter dem Video könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Jay aus dem Kryptokaffee. Ciao, ciao.